Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum. Ja, zu einem neuen Partner Nightmares 2? Nicht wirklich, aber heute ein kleines React-to-Stream. Ich wollte das jetzt noch in den Parts mit, ich wollte das nochmal als Part mit reinpacken. Es geht um das DLC von Little Nightmares 2. Das kostet auf Steam knapp 10 Euro und man erhält dafür ein kleines DLC. Ein kleines, wir kommen gleich noch dazu. Ein Artsbook kommt man noch mal dazu und den Soundtrack. Dann gibt es noch einen Avatar für Steam, den man sich, gibt es noch, also zwei Avatare gibt es, die man sich dann auf den, die man sich dann dahin packen kann als, hier als Profilbild auf Steam. Wallpaper gibt es noch. Kostenlos, kostenlos, ja, ist noch mit drin, mit dabei. Das sind also fünf Sachen, die man da kriegt für 10 Euro. Und ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt mal recherchiert habe, ein bisschen geguckt habe, was ist so der Inhalt des DLCs, was kriegt man so als spielbares Ding dazu, was schaltet man da für Spielzeit noch frei, habe ich gesehen, das ist grob. Also, wenn man sich Zeit lässt, hat man 3 Minuten Spielzeit, dann noch 3 bis 5 Minuten Spielzeit, die man da jetzt durchs DLC noch kriegt. Das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Dafür ist mein Geld mir zu gut und da muss ich sagen, das Hauptspiel sehr schön, kann ich wirklich sagen, deutlich nach oben, tolles Hauptspiel, weil ich im letzten Part, im letzten Part bei Indie Credits gesagt habe, dass das DLC vielleicht irgendwann mal spielen werde. Muss leider sagen, für 10 Euro will ich mir das nicht wirklich kaufen. Und also machen wir heute ein React to. Ich schaue mir hier, übrigens Grüße gehen raus an den Gamerplar, heißt der Kanal übrigens. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei, der lädt unkommentierte Walkthroughs hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe, es ist unkommentiert. Und hier haben wir das The Gnome's Attic DLC Head Puzzle Solution. Also man kriegt ein Head. Ich kann hier schon mal anklicken. Hier, Gamerpillar. Schöne Grüße. Lasst ein Abo bei ihm da. Ja, wir schauen mal rein. Das Ganze passt. Das Ganze. Also man im Haus des, also wie ihr seht, sind wir im Haus des Jägers und das haben wir schon gespielt in der Hauptstory. Also es ist dort, Leute, die das Let's Play gesehen haben, wissen, wo wir hier sind. Das ist relativ zum Anfang des Let's Plays. Und hier hinten gibt es dann, da haben wir das Gnomes DLC, da sehen wir schon mal das erste Mal den Gnomen. Hier hinten geht es dann zur Sache. Da kann man dann, wenn man das DLC gekauft hat, kann man hier hinauf. Kann man in den Dachboden über den Schrank, dann öffnet sich die Luke, die vorher noch verschlossen war, und dann kommt man hier auf den Dachboden. Und da sieht man den kleinen Gnomen, der sich hinter einem Koffer versteckt. Na, jetzt habt das jetzt spielt. Ich spiele es nicht selbst, ich habe es nicht selbst. Ich mache jetzt als kleines React, als würde ich spielen. Ja, ein Schuh, den können wir werfen und den Gnomen aus der Kiste befreien. Jetzt machen wir ein kleines Fangspiel mit dem Gnomen. Das ist jetzt das Inhalt des DLCs, was wir hier sehen. Das Spiel, der spielbare Inhalt des DLCs. Kleines Fangespiel mit den Gnomen. So, aus dem Sofa hervorgescheucht. So, er geht durch die Luke. Da können wir durch. Es ist dunkel. Zappenduster. Der Gnomen macht Licht an. Oh, da sehen wir die Bären fallen, wie sie im Haus des Försters des Jägers aufgehängt sind. Ja. Da schieben wir jetzt den Schrank dorthin, damit der Gnome runterkommen kann. Ah, nee, nicht runterkommen, sondern rüber zum Regal. Die Facecam auch ganz passend unten. Und vor meines Fernsehers. Ganz passend. Ja. So Spiel. Ist bei mir, die Facecam ist bei mir immer so, aber fand ich erwähnenswert, dass das passt ja auch ganz gut. Da haben wir eine Mütze.
Du machst nicht, ich mach nicht, ich oder ja, Mono betätigt den Schalter. Da passiert jetzt was mit, was hat der Schalter aktiviert? Ja, beim, um ehrlich zu sein, beim Gnomenfangen hätte ich jetzt ein bisschen länger gebraucht. Das wäre jetzt ein bisschen, okay, da können wir hoch über die Schublade. Ich hätte vielleicht ein paar Minuten, hätte vielleicht eine Minute, zwei Minuten länger gebraucht, um den Gnomen dort zu fangen. Herauszufinden. Ich hätte Snoop dann ein bisschen. Geben wir mal eine Minute plus. Ja, zwei. Wenn wir gut sind, dann zwei Minuten plus. Da finden wir einen Hut. Mal anheben können. Da haben wir einen Hut gesammelt. Das ist der Hut, den es dann im DLC gibt. Das ist auch ein Teil des DLCs, was man kaufen und freischalten kann. Ja. Da geht's hoch. Von dem DLC-Nomen nach unten. Ja, wenn man sich Zeit lässt, kann man da noch eine Minute verbringen, wenn man runter langsam runterklettert. Plus drei Minuten insgesamt. Und dann sind wir wieder zurück, oder was? Ja, und das haben wir freigeschaltet. Haben wir jetzt geguckt, können wir mal gucken. Da ist das DLC schon fertig. Wir haben jetzt hier, wann sind wir auf den Dachboden gekommen in dem Video? Ja, hier bei 1 Minute 4. 3 Minuten. Ja, knapp 3 Minuten kostet dauert hier plus 3, 6 Minuten Spielzeit. Wenn ich es spielen würde, das wäre dann halt, man wird halt, wenn ich ein bisschen langsamer wäre, wie gesagt, 3 bis 5, 6 Minuten, meinetwegen, großzügig gerechnet, wie ich am Anfang schon gesagt habe, 3 bis 6 Minuten Spielzeit, hier auf dem Dachboden. Das war das DLC, mehr gibt's nicht dort im DLC zu spielen. Dann kommen wir hier wieder aus der Wand raus und sind wieder hier. Können wir das Spiel nochmal spielen von der Jägerhütte aus? Ja, was soll ich sagen? Es gibt einen Soundtrack dazu, du kriegst noch. Wir können gleich nochmal auf Steam nachgucken. Hier haben wir das Nightmares 2, die Digital Content Bundle. Da sehen wir immer noch die Zusatzinhalte. Ja, das DLC Gnomes Dachboden, das haben wir gesehen. Das ist dieser Dachboden, den man kurz in 3 bis 6 Minuten. Wenn man langsam ist, in 6 Minuten kriegen kann, man schnell ist in 3 Minuten. Erfolge den Wichten, um dieses besondere Rätsel im Spiel zu finden und schalte den Wichtehut als Belohnung frei, wenn du es löst. Ja, kann sich jeder selbst einen Kopf drüber machen, ob ihm das wert ist. Es gibt hier noch vollständiger digitaler Soundtrack. Da könnt ihr auch auf YouTube Little Nightmares 2 OST eingeben. Und dann könnt ihr euch den auch anhören auf YouTube. Habt ihr nicht von mir. Es gibt immer Kanäle, die das illegalerweise hochladen auf YouTube, wo man sich das alles anhören kann. Habt ihr nicht von mir. Ja, dann gibt es einen Soundtrack. Den könnt ihr kriegen, könnt euch anhören, wenn das DLC für 9,99 € kauft. Und dann gibt es ein digitales Artbook. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, das zeige ich euch jetzt nicht. 56 Seiten mit Skizzen und Bildern, wie es hier steht. So, ja, die Vorentwicklungsstufen und so weiter, das ist. Domtendo hat's in seinem Let's Play gezeigt. In kompletter Länge. Habt ihr nicht von mir? Und dann gibt's natürlich noch ein Hintergrundset, das sind Wallpapers. Da gibt's 5, 6 Wallpapers, die ihr euch und dann, ja, Mono und Six Avatars, das sind dann die Profilbilder für Steam, die man sich dorthin packen kann. Wem das die 10 € wert sind fürs DLC,
dass er das dann auf der Festplatte hat und sich das angucken kann. Der soll es machen, wenn ihr das Geld habt. Wie gesagt, das DLC Gnomes Dachboden, 3 bis 6 Minuten. Ja, mir war es das jetzt nicht wert. Großes Lob. Ich will jetzt damit Lightmares das Hauptspiel nicht kleinreden. Das Hauptspiel hat mir Spaß gemacht, wie schon in den Credits gesagt. Das war großartig. Fand ich sehr toll. Ja, das DLC, naja, für 10 € werde ich mir das nicht kaufen. Wie gesagt, in den Nightmares 1 gab es ein DLC, das habe ich geschenkt bekommen. das hätte ich mir auch gekauft, das ist umfangreich, das ist wie fast so lang wie das gesamte Spiel. Und ja, wie gesagt, das Hauptspiel ist wirklich, das ist spielenswert. Kauft euch das Hauptspiel, lasst das DLC weg. Da gibt es diesen hübschen Hut für. Es gibt noch einen Hut, den man kriegen kann, wenn man das Spiel zu 100% abgeschlossen hat. Also wenn man alle Hüte und alle, ich weiß nicht, ob alle Hüte, aber auf jeden Fall alle Schattengestalten freigeschaltet hat. Dann gibt es noch das Secret Ending, das habe ich euch eingeblendet im letzten Part, also im vorletzten Part jetzt. Also im letzten, vorletzten Part. Und ja. Das kann man dann noch. Ja, Däumchen nach oben zu euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und den nächsten Part, das nächste Projekt nicht verpasst wollt. Ja, dafür jetzt 10 € auszugeben. Ich hab's schon gesagt. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, dass die letzten 16 Parts waren es, glaube ich. Haben jetzt Part 17 sozusagen so ein bisschen mit reingebracht. Habe ich euch das DLC noch gezeigt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Habt nicht so viele Albträume. Ja, wenn dann nur kleine. Nur zwei. Ja. Ansonsten, wir sehen uns dann auf Twitch irgendwann bei Nightmares 1 wieder. Das mache ich dann wirklich. Irgendwann spiele ich dann Nightmares 1 nochmal auf Twitch. Ansonsten in anderen Projekten auf YouTube oder in dem nächsten Streaming-Projekt auf Twitch dann live bei mir auf dem Kanal ZwergenfrustLP Twitch. Ja, haut drinne und ciao, ciao.